Willkommen im Lager. So, wir sind wieder zurück und ich kann eine meiner Gems aufleveln. Einmal mehr. Ja. Oh, bald ist mein Zyklon auch wieder soweit. So. Ich muss mal halb aufstoßen. Alter, geht gut los, die Folge. Ja, ja, muss ja aber gut an die letzte Folge anknüpfen, schließlich. Ja. So. Ach, Mensch. Aber wo geht's denn jetzt weiter, hier verdammt? Unten, da, wo ich bin. Also, zumindest sind die Gegner. Die deuten für mich ja, vor allen Dingen da unten. Ich bin da unten hier. Naja, unten, je nachdem, wo du siehst, ne? Bei isometrischer Grafik. Hier ist auf jeden Fall eine Tür, die ich öffnen konnte. Eine große goldene Tür. Oh, wir hatten noch blaue Viecher. Noch nicht ganz ausgeschlachtet. Ja, hier sind auch noch blaue. Und wir sollen immer noch Petro Lombardi finden. Den haben wir noch die nicht. Die weibliche Form. Genau. Petra Lombardi. Oh, Alter. Jetzt geht's aber los. Ah, hier ist die goldene Tür gewesen. Oh, Leichenberge. Ja, das sind all die Leute, die gerade eigentlich auf dem One Direction Konzert waren. Und, ich dachte, das wären eher die halbgegessenen Leichen. Also Leute, esst eure Teller auf. So. Sowas kommt dabei raus, wenn man nicht auf isst, liebe Leute. Nee, die sehen echt so aus, als hätten die... Wann sind die eigentlich gestorben? Die haben gar keine Wunden. Ich meine, wenn ich mir jetzt mal CSI-mäßig forschen darf. Oder vielleicht sind die alle krank gewesen. Ja. Das kann natürlich sein. Mir kommt da was anderes im Sinn, aber das erwähne ich jetzt nicht. Das ist zu krass. Ja, kannst du ja nochmal aufstoßen. Nee. Oh, was haben wir jetzt hier? Da teleportieren sich doch glatt ein paar geschockte Mistbildungen rein. So weit weg von mir. Hast du irgendeine Ahnung darüber, ob das Spiel irgendwann in deutscher Sprache verfügbar sein wird? Nee, da weiß ich gerade nicht. Der Philipp hatte mich nämlich gefragt. Ah. Weil das kommt nämlich dieses Jahr noch für die Xbox One raus und dann wollte er das mit mir spielen. Er hat aber halt gesagt, dass... Aus Path of Exile jetzt, oder? Ja, genau, es kommt auch für die Konsole. Ach, krass. Ja, genau. Und dann will er das mit mir spielen. Und hat dann gefragt, ob es dann auch wenigstens auf Deutsch geben wird, weil er hat gesagt, das Englisch ist ihm zu krass hier drin. Der ist ja nicht so gut in Englisch. Und wäre natürlich dann gut, wenn das dann auf Englisch kommen wird. So, ich gehe jetzt einfach mal in das Portal rein, oder? Ja, ich bin da schon drin. Ach, du bist ich schon drin. Ich dachte schon, wo bist denn du? Ja, ich bin auch... Oh, jetzt wird's. What have you ever done but serve yourself? Ach, halt die Klappe! You betray your species, Huntress! Das ist ein Piratensäbel, wa? Oha, ohauaha! Ah, Petey! Lombardi, das ist dafür, dass du uns immer auf Facebook nervst! Aber fix! Molten Shell! Danke! Krieg dich. Boah, jetzt ruckelt's aber hier ordentlich bei mir. Ja, die macht krasse Moves gerade. Das hat aber auch eine Grafik, das ist ja fast wie Crysis 4. Aha, so schlimm? Boah. So, okay, jetzt ist er tot. So ein Schlüssel. Your death doesn't fix anything, Piety, but at least it won't get any worse. Boah, hier sind echt die Leichen gestapelt. Ja, das ist krass, wa? Oh, der sieht aber noch ein bisschen gesund aus. Der chillt hier im Stuhl rum. Aber das sind wirklich sehr viele Leichen. Das muss man ja wirklich mal hervorheben. Dazu im Kontrast zu diesem sehr schönen Gebäude. Oh, hier sind aber auch noch ein paar... Oh, die sind ja auf den Liegestühlen. Lass die sich hier bedienen. Natürlich. Gut, dann gehen wir mal hier wieder durch das Portal. Zurück. Eieiei, das ist aber auch ein Verderben. Ach, mein Zyklon kann ich auch aufleveln. Ja. Travel to the Sauna Camp. Ach, wir können auch Portal nehmen, oder? Ja, eigentlich haben wir doch hier ein Portal aktiviert, oder nicht?
Ach, der ist so weit weg. Achso, du meinst Stadtportal? Ja. Ja, können wir auch machen, klar. Ich meine. Portal! Portal, ja, auch ein gutes Spiel. Erstmal aufgeschossen. Schon ein bisschen her, wo ich das gespielt habe. Ich hab nur den ersten durchgespielt, den zweiten muss ich auch nochmal spielen. Also den habe ich angefangen. Ich hab beide durch. Ah, ist auch super Spiele, ne? Ja, auch wenn so mancher Witz ich auf Anhieb nicht verstanden habe. Nee? Aber was soll's. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich war. Zeitgleich auch nicht psychisch auf der Höhe. Ja. Arnatz und so weiter auch noch damals. Ja. Hallo? Okay, gut, dann verkaufe ich mal den Scheiß hier. Party's off to meet the maker. Ich würde gern Orb of Alchemy haben, aber. Ach, ich habe Essenzen, ich bin auch blöd. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich habe. Wo kann ich das denn einsehen? Nirgendwo, Info. Oder? Es gab kein Gold, oder wie war das? Das war doch. Es gab kein Gold mehr. Was habe ich denn jetzt dafür gekriegt? Für meinen. Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht. Na ja, gut, okay. Ich brauche eh kein Gold. Ich finde mein Zeug oder meine Skills sind mir eh wichtiger. Ich habe sowieso super Sachen. Ja, total. Ich habe einen neuen Helm. Das heißt. Reclaim Effect. Das sind ja die Klone, die an der Kiste stehen. Boah, das ist ja noch einer. Das waren ja drei. Nee, ist ja. Es waren vier, jetzt sind es noch drei, die da stehen. Okay, jetzt ist einer weggegangen. Kommt einer hinzu. Alles diese Krieger hier, die ineinander verschmelzen und. Wovon redest du jetzt gerade? Ja, du bist gerade ja auch nicht bei mir. Aber hier gerade vor der Kiste stehen so Krieger. Ja. Drei Stück. Beziehungsweise es waren mehr, als ich gedacht hätte, weil eben kam einer raus und stand immer noch drei da. Ach so. Und die sind so ineinander verschmolzen irgendwie. Das ist irgendwie sehr witzig, weil ab und zu geht einer rein, dann kommt ein anderer wieder raus. Ja, jetzt hat sich wieder einer da hingestellt. Jetzt, keine Ahnung, wie das sind. Ich glaube, es müssten vier sein. Oh Mann. Jetzt ist ein anderer wieder raus. Jetzt ist noch ein anderer. Es stehen noch zwei da. Oh Mann, oh Mann. Der heißt O. Ist ja ein Traum. Oh Jesus. Okay. Fuck off, Jesus. Kill him. So, wo geht's denn jetzt hin? Ah, nee, talk to Grigor. Grigor. Das ist Clarissa, aber mit der rede ich auch mal. Grigor. Piety dies amongst her. Two passive skill points. Das ist doch, gar nicht mal schlecht, oder? Unlock the Scepter of God. Fuck off, God. To hell with him. So. Nochmal Punkte investiert. Das mache ich jetzt auch. Für diesen Reim ein Tusch. Mhm. So. Gut, dann wieder zurück zum Lunaris-Tempel oder was? Nein. Wir müssten jetzt Imperial Gardens wieder einmal. Imperial Gardens. Okay, alles klar. Stimmt, dann müssen wir nach Norden irgendwo hin. Scheiße. Moment. Kann es sein, dass wir so langsam dem Ende neigen von Akt 3? Das wäre ja mal. Ja, würde ich jetzt vermuten. Ich dachte, Petey wäre jetzt so wahrscheinlich so der Boss von Akt 3. Oder ja, sowieso was Lustiges. Also, wenn wir Akt 4 sind, dann wirst du was Unlogisches erkennen. Mehr oder weniger. Ja, wenn die auch was mit Petey. Gegner, die habe ich gar nicht, noch gar nicht gesehen. Okay. Neuer Gegnertyp. Warte mal. Sind wir jetzt in Akt 4 oder? Nee. Noch nicht? Okay. Nee, sonst hätten wir wahrscheinlich noch ein neues Camp gefunden. Also gibt's noch einen Boss hier. Anscheinend. Ja, ja. Oh, okay. Da war noch was Großes.
hoffe, das Spiel macht's mit. Mein PC macht's mit. Warte mal, kam er von oben, sag mal? Keine Ahnung. Wir mussten. Ach, nee. Entschuldigung, Leute. Weil ich immer hier am Husten bin. Kann passieren. Soll aber nicht. Naja, was soll's. Wir haben ja bereits geklärt, du hustest, ich niese. Wir haben die Aufgaben... Ich gähne auch immer. Ach, wieder mal. Du gähnst auch, na gut. Und dann muss ich mir ja auch noch was auch zulegen. Noch was soll ich denn nochmal? Soll ich jetzt noch furzen oder was? Oh nein. Nee, ich meine, das ist auch nicht mein Style, aber... Meiner erst recht nicht. Ich meine, fürs Aufstoßen bist du ja auch zuständig. Das ist der erste. Ich brauche ja noch zwei Sachen, die ich mir aneignen muss. Flachwitze machen wir beide, das passt ja auch wieder nicht. Ich wollte gerade auch sagen, die Flachwitze, die mache ich ja auch gern mal. Drei das Sachen. Das ist ja schon wieder ausgeglichen. Nicht ganz. Zwei Sachen fehlen ja immer noch. Ja, ich meine, aber die Flachwitze sind ja ausgeglichen, da muss ich jetzt keinen zu. Ja, okay. Ne? Ui, Skeletal Beast. Das sieht auch aus, als wäre das aus den tiefsten Höllen von Dark Souls gekommen. Was? Ich sehe gerade, wir sind total falsch. Ach, hier waren wir doch eh nicht. Also, wie kann das denn nur falsch sein? Ja, weil Imperial Gardens markiert ist. Ah, okay, na gut, dann gehen wir wieder zurück. Was? Tyrannosaurus Maximus heißt das Ding. Ach, das ist ein Bärenskelett, okay. Ach, der Skelettexperte schlägt wieder zu. Ja, ein Tyrannosaurus, das ist ja ein Wortspiel. Ein tyrannischer Ursus. Ein Ursus ist ein Bär. Ein Ursus Maritimus ist zum Beispiel ein Eisbär. Eier. Ja. Und Eier. Oh, noch ein Bär. Die sind ja tatsächlich ausgestellt wie in so einem Museum. Das ist wahrscheinlich gerade auch ein Museum oder so. Die Scavenger wieder. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Aber yay, auch wieder nur Skelette. Das heißt, die hat schon jemand geschält. Da fällt mir gerade wieder was ein. Aber das geht wieder um einen anderen Spiel. Eins, das ich für die Wii U habe anstatt auf Steam. Ja. Das nennt sich Sigurd. So Dungeon Crawler, da gibt's auch so Viecher, so Scavenger-artige Viecher, die heißen aber Basilisk. Hä? Mhm. Genau. Ah, okay. Ja gut, da kann man schon ein bisschen durcheinander kommen. Und die kommen schon angelaufen wie Scavenger, aber die spucken auch noch Gift dabei. Da gibt's noch größere Viecher, die speien Feuer mit Flächenschaden. Ja. Eieiei. Aber geiles Spiel, das vielleicht mal für nebenher. Ja. Das ist halt Looter Kings wirklich nur für Solo ausgelegt. Kenn ich gar nicht. Nein? Nee. Ich bin ja nicht so ein Spieler von solchen Spielen, die man zwischendurch mal so spielt. So Dota oder sowas, Counter-Strike, keine Ahnung, oder diese ganzen Minispiele, sowas spiele ich ja nicht. Ich spiele ja immer nur so Story-Spiele. Na gut. The Hedge Maze, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Aber jetzt sollen wir doch was. Aber wo? Es bleibt nichts anderes übrig, als zu suchen. Ja. Mögen mich die Götter verfluchen. Lordly Plate. Oh, das sieht ja richtig gut aus für mich. Und ich habe noch ein Schwert. Spectral. Ah, das ist Zweihand. Toll. Aber sieht nicht schlecht aus. Giant Mana Flask her damit. Ach nee, habe ich schon zwei von. Alles klar. Lordly Plate.
Ich bin Level 34, brauche noch 8%. Also passt das. Kann ich ja gleich mal anprobieren. Ach, wie geil ist das denn, ey? 416 Rüstung. Boah. Das ist heftig. Oh, und dann noch nützliche Stats. Boah, Schadenreflexion. Ja, Schadenreflexion ist auch mal gut. Ich weiß noch, bei Diablo 2 gab es ja den Paladin. Und der hatte ja als Skill diese Dornenaura. Ja. Und ich weiß noch, dass der Philipp irgendwann nur noch auf die Dornenaura geskillt hat. Und das war so super, weil der brauchte gar nicht mehr wirklich kämpfen. Der hat die Gegner einfach angreifen lassen und. Die sind daran einfach gestorben. Das war wirklich so sein einziger Hauptskill, den er benutzt hat, Dornenaura. Oh Mann, Lord Philipp, der Dornenmensch. Ja. Oh, Entschuldigung, Leute. Okay, einen Skillpunkt habe ich, den ich verteilen kann. Und habe jetzt auch wieder den Deadly Draw. Gut. So, und jetzt habe ich nämlich auch keine Ahnung, was ich letztes Mal alles geskillt habe. Sonst noch. Müll aufgesammelt wieder einmal. Elegantes Schwert. Ist das wirklich wert? Emperor's Luck. Das sah jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Der ist es wert, alles klar. Boah, krass, 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 krass. Ach, ich brauche noch 2% Erfahrung, boah. Hat er was im Hals. Dann levelst du ab, oder was? Jo. Ach so, habe ich jetzt vor dir aufgelevelt? Mhm. Doch noch, okay. Ah ja. Aber wo geht's denn jetzt lang, heiliges Blättchen? Ich würde hier oben sagen, oh, hier sind wieder neue Gegner, okay. Okay, dann folge ich dir mal wieder hoch. Die Treppen einfach hoch. Ja, das macht recht Sinn, weil hier verknüpft sich gerade wieder das mit dem Wegpunkt. Ah, dankeschön, Level up. Jo. Kein Thema. Sag das mal GEMA. GEMA nach Hause. GEMA Bier holen. So. Holen wir mal eine Flasche Bier. Ach ja, das... kurz nochmal gehört, ey, und jetzt kommst du wieder damit ich an. Ich hab das, glaube ich, noch nie wirklich gehört. Also es gibt ja, glaube ich, so ein Lied dazu oder so. Ja, gibt's auch. Richtig. Ich habe nur das gesehen, wie das entstanden ist in der Sendung. Ja, okay. Aber das war ja auch vorauszusehen, wie. Tja. Oh, eine große Tür geht auf. Ach, ich hatte ja noch die Rüstung. Ja. Ach was. Ich bin nicht intelligent genug, diese Robe anzuziehen, also bitte. Ach doch. Die passt schon. Warum hatte ich jetzt gerade... Ich hatte vorhin 500 Schaden jetzt. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Bei keinem von den beiden Rüstungen auf einmal mehr. Was ist denn da los? Tja. Naja, egal. Wahrscheinlich wurde ich gerade gebufft. Eben auch immer. Und ich hab's nicht gemerkt. Ach, weil die brennende Hand, weil die Herald of Ash nicht mehr aktiv war. The Scepter of God. Oh, es sieht aus, als... Ja. Es neigt sich dem Ende zu von Akt 3. Okay, ja, bei mir ist gerade immer noch der Ladebildschirm, also. Alter, guck dir das mal an. Ist das ja, würde ich gerne. Jetzt kann ich auch mal sehen. Oh, sorry. Ich bin noch im Ladebildschirm gewesen. Why do we insist? Erinnert mich teilweise an Twilight Princess. Ja. Allerdings waren nicht so Statuen. Unsterbenden Archivisten, Archivare.
schon Archivisten sagen, aber das stimmt auch wieder nicht ganz. Circle of the Archivists. Undying Evangelist. Okay. Was? Stand da gerade. Evangelisten? Ja. Weg damit. Den Abfall raus. Wow. Oh, meine Gems leveln. Uiuiui. Sehr gut. Hey. War jetzt schon Treppe? Hm? Ja gut, ist ja ein Turm. Aber jetzt schon Treppe. Ja. Hallo. Ach ja, genau. Jetzt geht's ja immer einmal rundrum. So, einmal die Treppen finden und ich kann schon wieder was aufleveln. Really physical damage support. Yay! Oh, die Gegner sehen aber auch cool aus. Diese gefiederten Dinger hier, was das waren. Die habe ich leider nicht sehen können. Nicht so richtig. Hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ach Mensch. Oh je, ja, da geht's aber rund hier. Ja, das muss. Naja, gut, ist auch schnell erledigt. So wie es rund geht, drehe ich mich auch rund. Ah, hier geht's nicht weiter, wir müssen da wieder. Schnarsch. In Torchlight gehe ich aber trotzdem mehr ab. Mhm. Beziehungsweise oh, jetzt. Die Plume Chimeral. Achso, so Chimären. Ah, okay. Oh, die sehen aber auch wieder so cool aus. Auch ein bisschen Scavenger-mäßig wieder. Boah, mehr so Risen 3 angelehnt, wa? Ja, genau. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja. Ich bin da zu dumm für, das zu tragen. Ich muss es noch mal erwähnen. Also. Oh, jetzt, kommt ja aber gerade die Metal-Musik. Ah, Mutilator, da haben wir's. Ja, oh. Moment. Warte mal, wo hörst du denn Metal-Musik? Ich höre nichts. Ja. Kam bei mir gerade jedenfalls. So. Ägyptisch angehauchter Metal. Oh wei. Treppe. Für mich gerade wie ein Mystery Dungeon. Huch. McQuiver aufgesammelt, aus Versehen. Ja. Leitet der extra Zweihänder, nix da. Bam. Ah, warte mal. Ich habe gerade einen Wegpunkt gesehen. Oh. Mach die Tür auf. Oh, eine Wegpunkte. Oh, c'est bon. Mau. Ach, Mensch. Huch. Hm? Ach, da. Hier ist ziemlich leer. Ach, da sind sie auch schon. Naja, aber auch nur spärlich. Ja. Eid und Knuff. The Upper Scepter? Zepter. Scepter. Whatever. The Upper Scepter of God.
Der obere Gotteszepter. Ach, wenn es den wirklich gibt. Der müsste uns wirklich hassen. So. Ach, hier geht's auch wieder höher. Treppe gefunden. Oh, ich stehe schon gerade im Regen. Es regnet wirklich draußen. Also, echt? Im also, Spiel. Ach so, Spiel. Ich dachte, wenn du sagst, es regnet wirklich draußen, dass es dann wirklich draußen regnet. Ah, okay. Also du lebst wahrscheinlich auch so drei Ebenen in der Realität, ne? Total. Wie immer, nur noch schlimmer. Irgendwo muss es auch einen Balkon geben. Guck mal hier. Ach, das sind auch Scavenger. Was? Hui. Ein Death Bow. Ach was. Oh. Hab ich ja. Oh, Death Bow habe ich aus Versehen ausgesammelt. Aber was ist denn das jetzt schon wieder? Nee, das ist meiner besser. Wie schaue ich denn damit aus mit dem Lordly Plate? Oh, ja, Tatsache. Das ist was. Oh. Das habe ich ganz vergessen. Ist der Deathbow denn gut? Weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Naja. Nee, ja, meiner ist besser. Wow. Meiner ist viel besser. Oh. Coole. Nee, hier geht's keinesfalls. Doch. Hier geht's über den Balkon weiter. Oh, hau, ha. Richtig schon wieder nix hier. Oh, richtig geiler Regen. Der schlägt ja richtig hier ein. Der prasselt ja echt. Ja, passt ja echt. Teilweise zu der Stimmung hier gerade. Oh, ich liebe Regen. Überall Statuen. Boah, Entschuldigung. Passiert. Ach, überall die Frösche im Hals. Ach, schön. Gut, brauche ich wenigstens keinen Soundeffekt einbauen. Aber wäre geil, so ein Soundboard jetzt zu haben, jetzt so nebenher. Ja. Damit kann man aber auch furchtbar jemanden auf die Nerven gehen. Weil das verleitet natürlich dann auch dazu, das da zu drücken. So, Skion. Was ist denn Skion? Eine neue Klasse freigeschaltet hast du. Ach. Ja. Das ist die Allrounder-Klasse sozusagen. Ach, die Klasse, die in der Mitte startet, oder was? Genau. Ah. Aber ich hab die ja schon längst. Deswegen ist sie bei mir. Ach, deswegen habe ich diese Frau gesehen mit den langen Haaren. Das wäre ein Ranger gewesen, wo jemand einfach so ein customizable Item gekauft hat im Echtgeldshop. Deswegen habe ich das auch nicht gefunden. Ich dachte, man könnte sich auch so neue Frisuren kaufen. Ah. Aber okay, das ist dann offenbar einfach nur die neue Klasse gewesen. Ja, das hat man. Oh. Wir sind draußen. Ja. Oh, wei. Schön windig. Es ist so weit. Ui, das sieht aber sehr cool aus. Sehr maschinell. Luminus. Haben wir noch Zeit für den gerade? Ja. Okay. Gerade so. Okay. Oh, ich bin ja gleich tot. Uiuiui. Ich bin schon tot.
hier los? Ja, wir können gemeinsam sterben und die Folge beenden. Oh, Imperator Stuntidos Bitterblade. Doch, ja. Um den kümmere ich mich gerade. Oh, der macht auch hier die Ich schieße auch gerade auf den. Aber wow, ey, ich kassiere ja aber ordentlich. Ja, ich auch. Frag mich mal, ey. Bam. Ja, der Kampf ist heftig. Boah, Junge, Junge, Junge. Alter, ich werde noch zum Veganer hier, Entschuldigung. Okay, ich bin gerade gestorben. Oh, ja, ich bin schon wieder auf dem Schlachtfeld. Oh, jetzt bin ich auch schon wieder gestorben. Ja. Wow. Draconarius Wilhelm Flamebrand. Oh, ich bin wieder gestorben. Wow. Also okay, hier... dann starten wir nächste Folge durch. Okay, dann FF, viel Vergnügen. Mau. Pass auf deinen Rücken auf!